Auf jeden Fall, hier haben wir einen Hadith, dort wird er gefragt über die beste Handlung, da sagt er etwas. Und hier haben wir jetzt wieder einen Hadith, hier wird er über die beste Handlung gefragt, Abu Dharr fragt ihn und er hat eine andere Antwort. Inwiefern ist das, sind diese ganzen verschiedenen Hadith in Einklang miteinander zu bringen? Also der Prophet beantwortet diese Frage immer individuell. Es ist keine generische Antwort, keine allgemeine Antwort, sondern eine individuelle Antwort für die Person und für die Zeit, zu der er gerade fragt. Deswegen, Abu Dharr hat, Abu Dharr ist eine Persönlichkeit, der Prophet zum Beispiel abgeraten hatte. Er hat ihm abgeraten, politische Posten oder führende Posten anzunehmen. Nicht? Und er hat gesagt, ich befürchte, dass du das nicht bewältigen kannst. Das heißt, er schaut sich auch die Person an, die vor ihm steht. Wie ist sie beschaffen? Wie ist ihre geistige, wie ist sein geistiger Zustand, wie ist sein körperlicher Zustand, wo kann er am besten eingesetzt werden? Und dementsprechend variiert die Antwort von Person zu Person.